Research and Deployment, alles klar. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Alles klar. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Der Typ ist mir jetzt schon nicht mehr sympathisch. Direkt den Leuten zu sagen, oh, ihr seid zu blöd, um das hier zu verstehen. Aber die haben einen coolen Helm, finde ich. Ja, das kennen wir ja schon. Der Typ. Die Ausstellung über die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ja, hier Kanonenfutter. Ja, Kanonenfutter mit Granatwerfer. Kanonenfutter, der ein bisschen länger hält, weil er ein Schild hat. Dann Motorrad. Hier Roches erste PS-Freundin. Ob wir den nochmal wiedersehen, den guten Roche, Rocke oder Roche oder wie der immer heißt. Okay, dann hier die komischen fliegenden Typen. Aber das sieht cool aus. Da muss man doch fast wieder so ein bisschen an Final Fantasy 8 denken, von der Architektur her, oder? Könnte hinkommen. Ich sag mal, der Balamtgarten, der war ja nicht so groß, aber von der Architektur her, so vom allgemeinen Aufbau, könnte das doch schon ein bisschen hinkommen. Wie hieß nochmal diese eine Riesenstadt? Ah, wie hieß die nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makro-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Ich glaube, wegen hier Balamtgarten. Ich glaube, der Ulfhard weiß bestimmt, was ich meine. Der Balamtgarten war ja auch eher weiß mit so mehreren Ebenen. Also, die Ansätze von der Architektur sind jetzt hier in der Stadt da, würde ich mal sagen. Aber das sieht schon ganz nice aus. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Jo.
Genau. In diesem das meinte Sinne, ich. Im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makroenergie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wohnt's mich umso näher. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Na denn, bin ich aber gespannt auf eure neue Technik. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Müssen wir uns das jetzt alles angucken? Total tote Hose. Was ist? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Final Fantasy 9! Nein. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Mako kennen und nutzen. Wieso hatten die jetzt auch mal eine Gatling? Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Mako zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Baron ist voll geflasht. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden.
Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Alles klar. Das war's? Hier los. Sephiroth. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Oh. Alter, wer braucht sich Fett in den Tee? Was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Ui, alles Schlimmes hier. Irgendwie läuft das hier alles ein bisschen aus dem Ruder im Vergleich zum Original. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Oh. Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hart. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Das ist mal krass. Eine Bibliothek? Und hier soll der Bürgermeister rumlungern?
Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Kann ich mich hier mal ein bisschen umgucken, tatsächlich? Dahin ist nämlich eine Kiste. Domino erwartet euch. Ja, ich möchte zur Kiste da hinten. Wo wollt ihr hin? Oh, okay, dann nicht. Domino erwartet euch. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Seht euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Verschaffen Sie uns Zugang zum Labor. Zum Labor, sagst du? Ich dachte... Ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Ach, solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dies Leid. Dieses Leid. Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Bürgermeister, Banzai! Banzai, Bürgermeister! Ihr sagt also ein Hoch. Und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Jo. Ihr sagt ein Hoch. Und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Ja. Banzai, Bürgermeister.
direkt mal ausprobieren. Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Können Sie uns etwas über den Helfer sagen? Könnte ich. Aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen werden wohl gehütet. Ich setze mich einem großen Risiko aus. Aber ja, für 10.000 Gil wäre ich zu reden bereit. Das ist ja wohl Wucher! Nein! Bitte, beehrt mich jederzeit wieder. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. So, dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung, wo sie doch die letzte von reinem Blute war. Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen? Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du! Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön, bis auf die letzte Zelle. Der hat auch eine der Waffel, aber richtig. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Willkommen in der 63. Etage. Eine Oase der Ruhe für all unsere Mitarbeiter. Ist schon ziemlich spät. Aber die Sache im Sektor 7 hält die Leute wohl auf Trab, was? Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Ich hatte Freunde in den Slums von Sektor 7. Die Straßen sind teilweise eingebrochen. Sich hier zu bewegen ist mitunter lebensgefährlich. Was für heftige Bomben die Kerle von Avalanche wohl verwendet haben. Dort kann denn nichts getan werden, um den Schutt wegzuräumen? Auf einen Wagen zu laden. Ich frag mich, ob Midgar noch sicher ist. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Wie Sie sehen können, haben die Trümmer der Planeten
Bomben die Kerle von Avalanche wohl verwendet haben. Hier war wohl ein Feuer ausgebrochen. Es riecht immer noch ganz verbrannt. Sag mal nicht, ich muss jetzt wieder zurück. Nur weil ich da den Typen was bezahlen muss. Ist nicht euer Ernst, oder? Achso. Untere eben. Ach so. Muss ich nach unten. Ich bin gerade jetzt wieder nach oben. So, warte mal. Ah, ja, ich weiß schon. Ja. Geschäftiges Treiben. Ist ja auch Ausnahmezustand. Was ist mit der Verbreitung von... Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Helferlein, wo magst du sein? Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch! Auf den Bürgermeister. Alles klar. Ist was? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ein Hoch. Wie? Soll das ein anzügliches Angebot sein? Nein. Ein voller Magen? Und der Stress ist gleich besser zu ertragen, was? So ein Chaos. Was sollen wir nur tun? Die Unwissenheit macht mich total fertig. Verehrte Zuschauer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast. Den Leiter der Sicherheitsbehörde Heidegger. Lassen Sie mich betonen, dass diese niederträchtige Tat uns alle mit größtem Zorn erfüllt. Der Shinra-Konzern wird sich diesen grausamen Verbrecher niemals beugen. Ich versichere Ihnen, dass wir die Täter ergreifen und am Strick baumeln lassen werden. Das schwöre ich hier vor all unseren Bürgern. Na, habt ihr gehört, ihr dreckigen Ratten von Avalanche? Flieht ruhig. Wir finden euch, wo immer ihr auch seid. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Kommen die Rettungstrupps gut voran? Hm? Gardisten? Stimmt ja. Ihr seid auch gut auf Trab, was? Sind die Täter schon gefasst? Ein Hoch.
Wird das der Wetterbericht? Vergessen Sie's. Oh, erstmal hier randalieren, ja, alles scheiße hier. Was ist das? Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Es muss doch was geben, was wir tun können. Was sagt man eigentlich? Sein? Boah, hier gibt's wieder die Rüstungen. Okay. Eigentlich wäre ja... Was haben wir jetzt momentan für einen Wert? Dreimal von dem Ding. Eine super Sache. Verkaufen erstmal. Gegenstände. Zauberreif. Ah, wir haben schon einen Mag... Ein... Kann man hier auch verkaufen, ne? Wenn ich mir drei von den Dingern hole. Schauen wir nochmal. Alles, was man so bekommen kann. Und das haben wir. Ach, Hyperschutz. Oh, ja. Könnten wir eigentlich Zeit wieder Frost, Barrett, Fernriemer und dafür können wir jetzt wieder unseren rein theoretisch den Widerstand reinpacken. Ne, den FP-Boost, genau.
Guten Abend. Was darf es sein? Ich weiß, wir müssen zu den Typen da hinten hin. Aber... ich bin dafür. Wir machen jetzt auch für heute dann erstmal Schluss, weil es sind schon wieder 4 Stunden und 11 Minuten vorbei. Och, wie die Zeit vergeht, tatsächlich. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel bisher soweit. Also mir gefällt es super. Macht richtig Laune. Und vieles ist anders als beim Original. Auch storymäßig. Und ja, da würde ich mal sagen, an alle YouTube-Zuseher, es war mir wieder eine Freude, dass ihr mit dabei hört bei der Aufnahmesession zu Final Fantasy Remake. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Wenn es euch gefällt, lasst mir ruhig ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und ja, dann wie gesagt, bleibt gesund da draußen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer D.A. Schmitzel.